Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girly Themen. Und hallo zu der Zusammenkunft von meinem Oldenburger Waller Rubien. Selbstgezogenes Würmchen, was ganz, ganz großes Interesse an diesem roten Regenschirm hat. Wo du denkst, was ist? Ja, brav, ja, fein. Nein, das hat es gerade zum allerersten Mal gemacht. Da er nämlich auch wirklich dann am Griff nämlich das ganze Teil hier hochgehoben hat. Das feiere ich gerade mega. Das ist ein uralter Regenschirm. Und sieht auch hier eine Schabtruhe, eine Schubkarre mit irgendwelchen Dingen drinnen, die eher nach Müll aussehen, als dass man das eigentlich hier für Schrecktraining verwenden könnte. Aber mir ist das ganz egal. Meine Pferde machen das ja dann auch teilweise kaputt oder steigen rein oder so. Und ich schaue dir jetzt hier zu, wie der Rubien das macht und lobe ihm natürlich, wenn er was gut macht. Passt natürlich auf, dass da nicht mehr passiert. Aber ich schaue ihm da jetzt schon ziemlich lange zu, wie er das jetzt hier mit dem Regenschirm macht und das finde ich eigentlich sehr unterhaltsam. Okay, jetzt hat er da glaube ich kein Interesse mehr dran. Sucht er sich jetzt ein neues Spielzeug hier aus der Schubkarre, aus der Schabtruhe oder? Nein, natürlich, er ist da wieder dabei. Das wird glaube ich sein großer Freund. Ja, brav machst du das, Bubi. So fein! Ja, super. Aber du hast es vorher auch gesehen, dass er da direkt den Griff da genommen hat. Das finde ich halt mega cool. Ja, reinsteigen ist halt nicht so cool. Man muss natürlich dann auch bei solchen Sachen immer aufpassen, dass sich das Pferd dann nicht irgendwie verletzt oder hängen bleibt oder teilweise dann auch Panik bekommt. Das ist dann immer so die Gefahr an der ganzen Sache. Da muss man wirklich aufpassen. Aber das, glaube ich, geht jetzt hoffentlich ganz gut aus. Vom Rubien ist jetzt nicht so das Pferd, der einfach so ganz kopflos weglaufen würde. Ich glaube, das ist einfach auch gar nicht so seine Art. Brav macht das, der Bubi. Wie er dann auch mit dem Kopf da ankommt, das finde ich ganz cool. Ja, fein. Und am besten wäre es natürlich, wenn er... Ja, brav! Ja, brav! Ich wollte gerade sagen, wenn er da mit den Lippen da so hinmacht, wäre es halt perfekt, wenn er das dann so hochhebt und dann irgendwas apportiert. Also das finde ich richtig, richtig cool, wenn Pferde was können. Wenn zum Beispiel die Gerte am Boden fällt und du dann dem Pferd sagst, bitte aufheben. Und das Pferd hebt es dann einfach auf und du musst dann nicht von diesem 1,80 Riesen hier absteigen. Im Gelände zum Beispiel. Brav! Der Regenschirm lässt ihn echt nicht locker und lässt ihn echt auch nicht los, finde ich, oder? Brav! Ja, fein! Gut! Ja, brav! Ja, fein! Super brav, Bubi! Ich lobe ihn halt dann immer, wenn er genau das macht, was halt das Coole ist. Da gerade was zum Schauen. Ah, das bewegt sich jetzt gerade auch selbstständig. Bubi, magst du nicht wegspringen? Da ist bei mir noch ein Sprung vorbei. Hallo, Uchi. Was ist mit dem Schirm? Soll ich dir zeigen, wie der Schirm geht? Bubi, die Bubi. Also. So, da gibt es wieder was zum Schauen. Machen meine anderen Pferde eigentlich nicht so. Vielleicht Porzellinchen. Dass sie einfach, auch wenn ich jetzt nichts hier auf meiner Hand habe, dass sie es dann einfach hier so abschlecken. Ah, du bist gerade genervt von diesen ganzen Fliegen. Bitte, das ist mein Handy, bitte. Danke, könntest du bitte, danke. Danke. Aber schau dir noch mal ganz kurz, geh mal da ganz kurz rüber. Komm. Schau dir noch mal diesen Regenschirm an. Das fände ich spannender. Fliegen sind halt super nervig, diese kleinen. Da, diese da, die im Ohr drinnen sind. Oh, das mag der Bubi so gerne. Oh, magst du das gerne? Die sind nervig. Muss ich dir diese Fliegenmaske wieder drauf machen, Buxel? Da sind sie irgendwo drinnen, diese nervigen Fliegis. Muss ich dich retten, Bubi? Wenn extra daherkommt. Bitte rette mich. Die krabbeln immer da rein und beißen und stechen und keine Ahnung. Wenn du da auch mal reingreifst und dann sind welche drinnen und dann spürst du die und hast du dann irgendwie ganz blutige Finger, weil du die unabsichtlich dann getötet hast. Ja. Die sind auch wirklich nervig, das verstehe ich. Hey, Bubi. Ui, 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 ui. Sein Auge.
Das ist ein Auge. Du bist wirklich kein fotogenes Pferd, Dupsel. Du bist echt kein fotogenes Pferd. Du, kleines Wimpchen, lass mich da mal reinzwicken. Da ist noch einer, siehst du die? Das ist so einer, die so zwickt. Ah, da kriege ich den nicht mehr. Wo ist denn die hin? Wo ist denn die hin, Bubi? Der Schirm. Da, da, da. Da, da. Ist ganz schön viel Sand drinnen. Könntest du dich auch mal schrecken oder so? Okay, Rubian ist einfach noch damit beschäftigt, diese Fliegen irgendwie loszuwerden. So, mach es mal auf. Aha. Du musst weglaufen. Normale Pferde laufen dabei weg. Achtung. Ah ja. Ja, brav. Aber Rubian ist echt nicht so, das Pferd. Ach, das geht gleich wieder auf. Der halt dann wegläuft, sondern der macht halt so einen Schritt zur Seite. Und das finde ich halt super angenehm. Brav, fein. Oder wie die eine aus dem Fernsehen sagt, prima. So, Bubsel. So, und das schmeiß ich ihn dann am Boden. Schauen wir mal, wie er da reagiert mit Öffnung. Okay. Ich stelle mir das immer so ein bisschen spektakulärer vor, aber ist es ja Gott sei Dank nicht. Also ich bin eh froh, so wie es jetzt ist, dass der Rubian das ganz spannend findet oder so, vor allem jetzt gerade. Uch, uch, uch. Vor allem, weil sich der Regenschirm auch so ein bisschen bewegt. Ja, brav, fein. Und nicht so langweilig ist wie vielleicht andere Dinge, die sich kaum bewegen. Wobei an diesem Baustellenband da drüben hier hat er nicht so viel Interesse. Das findet er unspannend. Ich mache mir es mal hier wieder bequem und schaue hier meinen Pferden zu. Also da möchte jemand wieder an den Ohren gekrault werden anscheinend. Hier ist die Ohrkraulstation. Und was machst du eigentlich gerade oder was müsstest du jetzt eigentlich gerade machen? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich lese das auch immer ganz, ganz oft, wenn Leute mir die geheimen Codewörter aus meinen Sprachnachrichten, aus meinem Podcast schreiben. Da verstecke ich nämlich immer so geheime Codewörter. Und dann schreiben mir auch dann viele so, ja, eigentlich sollte ich jetzt noch das und das tun. Und ich denke mir nur so, ja, das kenne ich gut, wenn ich dann eigentlich noch andere Dinge machen müsste. Und dann mache ich 100.000 andere Dinge viel lieber. Das kenne ich wirklich zu gut. Also schreib mir das in die Kommentare und dann weiß ich, was du eigentlich vorhattest. Und dann, ja, vielleicht bist du dann motiviert, das dann auch irgendwann zu machen. Nur nicht jetzt. So, soll ich mal schießen mit meinem kaputten Bein? Ui. Ruby, Jessie. Das ist hier so ein kleiner Poloball. Und ich habe dir auch in meinem Podcast erzählt, dass ich jetzt dann auch wieder einen Termin bei dem Arzt habe, der mich damals operiert hat nach meinem Reitunfall. Weißt du, Rubian ist damals gestolpert, wir sind einen Hang runter, er ist auch immer mal über mich drüber gerollt. Dieses 1,80 große Riesending, mein kleiner Elefant, mein kleiner Dinosaurier und mein Bein. Ja, ich habe hier so eine ganz, ganz lange Platte. Und hier im Knöchel habe ich 8 Schrauben drin. Das sind so Titanschrauben. Ja, Bubi, schau dir das mal an. In dem Fuß. Puh, da drinnen ist es. Du hast Gott sei Dank dich nicht verletzt. Weil wenn sich der Rubian verletzt hätte, das wäre, glaube ich, ganz anders ausgegangen. Bubsi, du kleines Öhrchen. Ja, und jetzt habe ich dann den Termin beim Arzt. Und dann schauen wir uns mal das Röntgen an und wann der ganze Spaß wieder rausoperiert wird. Und das würde ich dir auf jeden Fall dann auch alles erzählen. Vor allem auch alles erzählen in meinem Podcast Anita Girlie Themen Sprachmemos. Das kannst du dir echt überall anhören. Auf Apple Podcast, auf Spotify, auf Google Podcast. Also das ist, glaube ich, echt gar kein Problem. Aktuell ja täglich neue Sprachmemos an dich. Mir macht es auch mega Spaß. Und da gibt es ganz viel aus meinem Pferdeleben. Ja. Auch viel vom Ruby, viel vom Rubien, von der Ruby, von der Escada. Ja, brav. Ja, schön hineinbeißen, das ist eine ganz gute Idee. Abschlecken, auch eine gute Idee. Da ist überall wie Sand dran. Das ist nicht so lecker und nicht so gut, wenn Pferde so wie Sand fressen. Hm.
Vor allem dieser Schirm ist, glaube ich, auch kaputt. Ich verlinke dir da jetzt noch zwei weitere Videos. Kostenlos abonnieren, nicht vergessen, wäre mega. Hör gerne in meinen Podcast rein. Danke, dass du zugeschaut hast hier auf meinem Zweitkanal. Björn sagt auch Tschüss. Tschüss. Bis dann. Ciao ihm.